Das ist das Erbe, das wir angetreten haben. Nicht nur ein wirtschaftliches schwarzes Loch, ein schwarzes Loch in der Gesellschaft. Und deshalb müssen wir jetzt handeln und die Dinge anders angehen. Dazu gehört auch, dass wir den Menschen gegenüber ehrlich sind in Bezug auf die Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und das wird sehr schwierig sein. Offen gesagt, es wird noch schlimmer werden, bevor es endlich besser werden kann. Ich wollte die Gefangenen nicht vorzeitig entlassen. Ich war 5 Jahre lang Chefankläger. Es geht mir gegen den Strich. Aber um ehrlich zu sein, wenn wir diese schwierige Entscheidung nicht sofort getroffen hätten, dann wären wir auch nicht in der Lage gewesen, auf die Unruhen so zu reagieren, wie wir es getan haben. Und wenn wir nicht in allen Bereichen hart durchgreifen, werden wir nicht in der Lage sein, die Grundlagen des Landes so zu reparieren, wie wir es brauchen. Ich wollte keine Bedürftigkeitsprüfung für die Winterheizungsbeihilfe einführen. Aber das war eine Entscheidung, die wir treffen mussten. Eine Entscheidung zum Schutz der am meisten gefährdeten Rentnerinnen und Rentner und gleichzeitig das Notwendige zu tun, um die öffentlichen Finanzen zu sanieren. Denn auch Rentner sind auf ein funktionierendes Gesundheitssystem angewiesen. Wir brauchen gute öffentliche Verkehrsmittel, starke nationale Infrastruktur. Die Menschen wollen, dass ihre Kinder ein Haus kaufen können. Sie wollen, dass ihre Enkelkinder eine gute Ausbildung erhalten. Wir haben also diese schwierige Entscheidung getroffen, um die öffentlichen Finanzen zu sanieren, und langfristig profitieren also alle davon, auch die Rentnerinnen und Rentner. Das ist natürlich ein schwieriges Abwägen und davon wird noch mehr kommen. Ich werde jetzt nicht mehr davor zurückschrecken, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wenn auf lange Sicht das Richtige für unser Land ist. Das ist es, was eine Regierung des Dienstes für sie bedeutet. Dies sollte kein Land sein, in dem die Menschen Angst haben, die Straße entlang zu gehen. In den Fernsehern werden Autos und Gebäude in Brand gesetzt. Dies sollte kein Land sein, in dem der Premierminister keine Gefängnisplätze garantieren kann. Aber es sollte auch kein Land sein, in dem die Menschen Tausende von Euro mehr für ihre Hypotheken zahlen müssen. Oder sie warten monatelang auf einen Krankenhausaufenthalt, den sie dringend benötigen. Unsere Gewässer sind mit Abwässern gefüllt. Die Eltern, die sich Sorgen machen, dass ihre Kinder nicht die gleichen Chancen haben wie sie selbst, wo nichts mehr so richtig zu funktionieren scheint. Wenn ich also über das Erbe spreche, das uns die letzte Regierung hinterlassen hat, das 22 Milliarden Pfund schwere schwarze Loch in unseren Finanzen, da geht es nicht nur um Linien in einem Diagramm. Hier geht es um das Leben von Menschen, ihr Leben. Und die Tories sind immer noch nicht ehrlich. Sie wissen, dass ihr Leichtsinn sie die Wahl gekostet hat, aber sie wollen die Kosten, die sie dem Land auferlegt haben, nicht akzeptieren. Und sie werden sich nicht dafür entschuldigen, was das sie gekostet hat. Sie denken nur noch an sich selbst. Diese Regierung wird nicht immer perfekt sein. Aber ich verspreche Ihnen eines. Sie werden das Herzstück sein, im Vordergrund all unserer Überlegungen, im Mittelpunkt unseres Handelns. Deshalb wollte ich Sie heute hierher einladen, um zu zeigen, dass anständige, hart arbeitende Menschen, die das Rückgrat dieses Landes bilden, auch hierher gehören. Dies ist eine Regierung für Sie. Sie sehen, wir sind hier in einem Garten und sehen Sie da hinten ein Gebäude und dies wurde einst für Lockdown-Partys genutzt. Erinnern Sie sich an die Bilder, dort drüben stand der Wein und das Essen. Nun, dieser Garten und dieses Gebäude stehen nun wieder in Ihrem Dienst. Es ist nicht nur so, dass die letzte Regierung auf einfache Spielereien und schlechte Ideen gesetzt hat. Diese Dinge sind genau deshalb passiert, weil die Regierung selbst ihren Fokus verloren hat auf die Hoffnungen und die Ambitionen der arbeitenden Menschen. Während der jüngsten Unruhen habe ich ja viele Fragen gestellt, der Polizei und des Strafrechtssystems. Die Menschen sind bereits jetzt bis an ihre Grenzen belastet. Und sie wussten, dass ich ihnen große Fragen stellen würde. Und ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Aber lassen Sie mich Ihnen eines sagen.
Sie haben geliefert. Ihnen gebührt unsere Dankbarkeit. Und deshalb bin ich nach Southport gegangen, nach Lambeth und nach Belfast, um allen persönlich zu danken. Ich wollte den Ersthelfern die Hand schütteln, die der Bitte nachkamen, die ich an sie gerichtet hatte. Sie verdienen eine Regierung, die ihnen vertraut. Unterstützt sie und arbeitet mit ihnen zusammen. Das ist die Art von Regierung, die wir sein werden. Eine Regierung, die mit den Menschen zusammenarbeitet. Eine, die an harte Arbeit und nicht an Spielereien glaubt, ehrlich ist über die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Und wir arbeiten unermüdlich daran, all das zu beheben, was nicht funktioniert. Auf diese Weise werden wir immer arbeiten. Nächste Woche kehrt das Parlament zurück. Das politische Geschäft wird wieder aufgenommen werden. Aber es wird nicht wie gewohnt weitergehen. Es ist nicht business as usual, weil wir so nicht mehr weitermachen können. Die Dinge müssen anders angegangen werden. Wir werden die harte Arbeit leisten, um 14 Jahre Fäulnis auszumerzen, ein Jahrzehnt des Niedergangs umzukehren und die Fundamente zu reparieren. Zwischen jetzt und Weihnachten werden wir so weitermachen wie bisher. Taten statt Worte. Wir werden Gesetze einführen, Entscheidungen treffen, um das Geld der Steuerzahler zu schützen. Wir werden es mit den Blockierern aufnehmen, indem wir auch die ganzen Planungen beschleunigen. Wir werden Wohnungen bauen und das Wachstum ankurbeln. Wir werden in diesem Herbst vorankommen und auch das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz nutzen für Wachstum, für das Gemeinwohl. Wir werden die Bahndienste in öffentliches Eigentum überführen und die Fahrgäste in den Mittelpunkt stellen. Die größte Anhebung der Arbeitnehmerrechte seit einer Generation, um den Menschen Sicherheit, Würde und Respekt am Arbeitsplatz zu geben. Und British Energy wird im Besitz des Steuerzahlers sein und Geld für den Steuerzahler erwirtschaften. Erzeugung von sauberer Energie und Schaffung von guten Arbeitsplätzen. Darauf werden wir uns für den Rest des Jahres konzentrieren. Aber ich will auch ehrlich mit Ihnen sein. Im Oktober wird es einen neuen Haushalt geben und das wird schmerzhaft. Angesichts der Situation, in der wir uns befinden, haben wir keine andere Wahl. Diejenigen mit den breitesten Schultern sollten auch die schwereren Lasten tragen. Deshalb gehen wir auch gegen die sogenannten Non-Doms vor, die bei uns keine Steuern zahlen. Und diejenigen, die den Schlamassel verursacht haben, sollten ihren Teil dazu beitragen, ihn zu beseitigen. Deshalb stärken wir die Befugnisse der Wasseraufsichtsbehörde und wir unterstützen harte Geldstrafen für Wasserunternehmen, die unsere Flüsse, Seen und Meere mit Abwässern überschwemmen. Aber so wie ich auf die Unruhen reagiert habe, werde ich mich auch an das Land wenden müssen und auch von Ihnen viel verlangen müssen. Kurzfristige Schmerzen für langfristiges Wohl akzeptieren, der schwierige Kompromiss für die echte Lösung. Und ich weiß, dass das nach allem, was Sie durchgemacht haben, eine wirklich große Bitte ist und die auch wirklich schwer zu hören ist. Das ist nicht die Position, in der wir sein sollten, das ist nicht die Position, in der ich sein möchte. Aber wir müssen die Politik der einfachen Antworten, die nichts lösen, beenden. Aber ich weiß auch, dass wir das gemeinsam durchstehen können.